Wir gehen nun weiter und werden die ersten Präsentationen bzw. Pitches unserer deutschen Delegation hören. Wir fangen mit der Firma Ecosyst an, die heute von Herrn Viertel vertreten ist. Willkommen, Herr Viertel, Sie haben das Wort. Ja, schönen guten Morgen. Auch ich begrüße Sie zur Online-Konferenz in ungewöhnlichen Zeiten. Ich möchte die Gelegenheit nutzen, selbstverständlich mich insbesondere bei der AHK in Sofia und bei der Energiewächter GmbH, insbesondere bei Ihnen, Frau Cavalli, bei Ihnen, Herr Zankow, Frau Genova, bedanken für die, ich sag mal, ausgezeichnete Organisation. Insofern auch ein Ergebnis dazu, die Resonanz bei Ihren bulgarischen Firmen. Ich freue mich auf die B2B-Gespräche und würde jetzt anfangen, meine Firma, meine Produkte vorzustellen und insbesondere natürlich darauf einzugehen, warum ich hier teilnehme und wie viele andere gewünscht hätten, auch in Bulgarien zu sein. Also, wir sind die Firma, geht das? Geht's weiter? Warum geht das nicht weiter jetzt? Ja, ich würde jetzt weniger auf die Agenda eingehen. Sie werden das sehen, was ich präsentiere. Wichtig ist, dass Sie das Produkt verstehen, was ich präsentieren will und vor allen Dingen, was sind die Ziele, warum bin ich hier in Bulgarien. Die Firma Ecosyst ist eine... Die Firma Ecosyst... Jawohl. So, die Firma Ecosyst ist eine sehr junge Firma. Wir sind 2,5 Jahre alt. Ich bin Alleingesellschafter einer Maschinenbaufirma, die als Mutterfirma die Finanzierung dieser Ecosyst-Startup-Firma realisiert hat. Die Ecosyst ist von der Sache her eine Firma, die sich auf die Klimatisierung in Gebäuden spezialisiert hat und das einzigartige Know-how in den Bereichen Healthy Buildings, wie der englische Begriff ist, und Maschinenbau verbinden. Wie Sie hier sehen, haben wir im vorigen Jahr für unser Produkt einen IQ-Innovationspreis von Mitteldeutschland in dem Cluster Energie, Umwelt und Solar bekommen. Und das hat uns natürlich sehr gefreut. Zu den Markttrends und Perspektiven der Klimatisierung brauche ich sicherlich nicht viel zu erzählen. Das ist allen, die hier auch teilnehmen, bekannt. Wir werden einen nach wie vor einen langfristigen Temperaturanstieg sehen, der hier bis zum Jahr 2010/11 dargestellt ist. Globale Erwärmung ist hier das Stichwort. Und daraus ergibt sich natürlich, dass die Nachfrage nach Klimaanlagen sehr stark steigen wird. Prognosen sagen, dass bis zum Jahre 2050 14 Milliarden Stück Klimaanlagen zusätzlich notwendig sind. Ja, daraus ergibt sich natürlich, dass man entsprechende auch Vorstellungen hat, wie dieser Bereich der Klimatisierung in der Zukunft auch unter dem Gesichtspunkt des Umweltschutzes gestaltet werden soll. Das Stichwort, was wir hier sehen, ist Green and Healthy Buildings. Das heißt also, wir wollen die Klimatechnik in der Zukunft gesundheitsfördernd, nachhaltig und ökonomisch sehen, um entsprechende Effekte auch für die Energieeinsparung und die Umwelt realisieren zu können. Diesen Anforderungen stellt sich unsere Firma mit der Entwicklung unseres Produktes, dem Ecosyst Klimaelement. Sie sehen hier skizzenhaft im unteren Bereich dieser Folie, was das Klimaelement ist. Dieses Klimaelement besteht aus einer links dargestellten Calcium-Silikatplatte. Die ist hochhygroskopisch, hat also eine hohe Wasseraufnahmefähigkeit. Dazu kommt eine Kapillarbohrmatte, das kennen Sie sicherlich aus der Flächenklimatisierung, das haben wir im Deutschen Bundestag, das haben wir in der Hamburger Philharmonie. Diese Kapillarbohrmatte wird in die Calcium-Silikatplatte eingebracht, eingeklebt. Dazu kommt ein sehr alter, in den
letzten Jahrzehnten vergessener, aber mittlerweile wieder aufgelebter Baustoff, nämlich Lehm. So, und mit einem Lehmputz dazu ist das Ecosystem-Element fertig. Wir können daraus ableiten, dass durch die Verbindung Lehm der Kondens absorbiert, wenn wir auch massiv unter dem Taupunkt kühlen, dieses Kondens weitergibt an die Calcium-Silikatplatte, wo das tagsüber bei hoher Luftfeuchtigkeit und hohen Temperaturen gespeichert wird. So, und in der Nacht, wenn die Temperaturen wieder abkühlen, an den Raum, das nennt man adiabatische Kühlung, wieder abgeben kann. Die Capillaro-Matte steht für hocheffizientes Kühlen und Heizen. Das heißt also, wir reden über ein wassergeführtes System. Das ist schon mal der Unterschied zur Luft. Wir haben also über diese Unterschiede zur Air-Condition-Anlage, was ja Luft ist, haben wir einen Energieträger, der viel effizienter die Energie übertragen kann, nämlich Wasser. Dazu kommt, dass wir über die Capillaro-Matte nahezu eine 100%ige Oberfläche haben, wo die Wärme- oder Kälteenergie abgegeben werden kann. Das führt zu einer extrem hohen Energieeffizienz, denn wir brauchen für das Kühlen zum Beispiel nur 16 bis 18 Grad in der Vorlauftemperatur, um eine Zieltemperatur im Gebäude, im Zimmer zu erreichen von 22 oder 23 Grad. So, der Lehm hat natürlich neben dem Thema unter dem Taupunkt kühlen im Zusammenhang mit der Calcium-Silikatplatte einen weiteren großen Vorteil, nämlich gesundes Raumklima. Wir wissen, dass die biologisch-physikalischen Eigenschaften des Lehms darin bestehen, dass Keime aufgenommen werden. Ich könnte das jetzt im Zusammenhang auch mit der Corona-Krise formulieren, aber will nicht weiter im Detail darauf eingehen. Also Lehm bindet Keime. Und wir haben eine Luftfeuchtigkeit bei lehmhaltigen Wänden, Decken und so weiter und so fort zwischen 40% und 60%. So, insofern hier ist das Produkt links als Zwischenprodukt, rechts mal dargestellt mit dem Lehmputz. Das heißt also, so Plug and Play kann das an der Decke installiert werden. Und insofern ist auch der Montageaufwand relativ gering. Hier sehen wir, ähnlich wie vorhin gezeigt bei meinem Vorredner, eine Studie der Universität Palma de Mallorca für eine Finca, links die Air-Condition-Anlage, rechts unser System. Wir sparen also hier ca. 50% bis 60% Energie und CO2 ein. Wenn man das weiterführt in die Richtung der Kopplung mit Solarthermie, können wir sogar eine 90%-100%ige Einsparung von CO2 und natürlich entsprechende Wirkungen auch auf dem Gebiet der Elektroenergie, wie wir hier in dieser Studie sehen, was eine Vergleichsmessung über 2 Jahre an einem Seminarraum in Palma de Mallorca war. So, warum sind wir hier? Wir suchen Partner auf dem Gebiet, Hersteller und Händler von Baumaterialien, Bauunternehmen, Ziegeleien, Architekten, Projektplaner, Installateure von Klimatisierungs- und technischen Gebäudeausrüstungen. Und mit unserem System möchten wir Partner dazu befähigen, die Ecosys-Klimaelemente lokal vor Ort fertigen zu können. Das heißt also, die Anlagentechnik, auf der wir diese Ecosys-Klimaelemente mit einer Taktzeit von 5 Minuten herstellen, wenn der Bedarf da ist und der Umsatz auch steigt, durchaus auch lokal in Bulgarien installieren. Das heißt also eigene Wertschöpfung, eigene Arbeitsplätze. Damit ist das von der Sache her auch ein bulgarisches Produkt. Sie können ihre Netzwerke nutzen. Das ist unser Ziel. Und insofern vielleicht noch einen Blick auf unseren Referenzraum in Chemnitz. Sie sehen hier, wie diese Ecosys-Klima-Elemente mit 1,3 Quadratmetern pro Element installiert werden. Über die Stammrohre der Capillaro-Matten gibt es eine Verbindung zu der Gesamtmenge an Elementen. Dann wird verputzt und zum Beispiel hier in unserem Raum mit Lehmfarbe versehen. Fertig ist der Lack und wir haben die entsprechenden Nutzenseffekte, Energieeffizienz, unterm Taupunkt kühlen, gesundes Raumklima. In diesem Raum brauchen wir auch die Heizung nicht mehr, die ist abgestellt. Das heißt also, heizen in kühlen und kühlen in einem System.
Es gibt Effekte auf die Dämmung. Wir haben einen sogenannten Effekt in der Nachhalldämpfung. Das ist bei Schulen in Kindergärten oftmals ein gutes Thema. Insofern wünsche ich mir sehr gute Gespräche für Anfang nächster Woche und bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit. Ganz herzlichen Dank, Herr Fittel, für Ihre Präsentation. Ich sehe hier in der Chat, eventuell gibt es eine Frage, die wird bestimmt jetzt auch übersetzt. Ja, also diese Frage werde ich jetzt durchlesen, damit die Dolmetscher genau. Es übersetzen. Ich gucke mal noch ganz kurz in der Chat. Ansonsten, wenn Sie Fragen haben, möchte ich gerne noch an der Stelle betonen. Haben Sie Fragen zu, genau. Haben Sie Erfahrung mit der Absorptionstechnologien? Wir haben, mit Absorptionsmaschinen für die Kühlung, das ist die Frage. Nein, mit so einer Absorptionsmaschine für die Kühlung habe ich keine Erfahrung, aber wir haben ja Messungen gemacht unter extremsten Bedingungen der Temperatur und der Luftfeuchtigkeit, um das Desorptionsverhalten unserer Ecosystem-Klimaelemente zu erforschen und das zu nutzen, weil das natürlich ein Thema ist. Jeder Bauingenieur, jeder Architekt wird fragen, Herr Viertel, prima, unterm Dachboden kühlen Sie, nehmen Wasser auf, aber wie wird das Wasser wieder abgegeben? Das heißt also, diese Information ist extrem wichtig. Das haben wir getestet und können feststellen, dass durch die Kombination Lehm- und Calcium-Silikatplatte zum einen diese Absorption möglich ist. Dazu haben wir auch Werte und auf der anderen Seite auch die Desorption. Das heißt also, wie ich vorhin erzählt habe, die Abgabe wiederum an den Raum. Super, Herr Viertel. Ganz herzlichen Dank für die Antwort. An der Stelle noch mal ganz kurz den Hinweis, wenn Sie auch live eine Frage stellen möchten, dann können Sie ganz gerne unten bei den Reaktionen den Daumen hoch drücken. Dann sieht die Kamera, dass Sie eine Frage haben und wird dann Ihr Ton angeschaltet und Sie können gerne den Sprecher Ihre Frage stellen. Ansonsten an der Stelle gibt es keine weitere Frage. Ich denke, die bulgarischen Zuhörer werden sich entweder bei der Kammer oder bei Ihnen, Herr Viertel, melden. Und ich bedanke mich herzlich an der Stelle.